Kurz abgerischt, ja. Ich habe mir das Bild angeguckt, aber ich erkenne das jetzt nicht. Bis auf die eine Säule im Vordergrund, das sieht ganz danach aus. Ich verstehe nicht, warum sind diese scheiß Wachvollstrecker-Droiden jetzt auf einmal grün und waren vorher rot? Und haben mich angegriffen. Das verstehe ich nicht. Was ist falsch mit diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Vor allem, ich werde wieder auf YouTube übelst geile Kommentare schwer drunter haben. Warum? Ja, gestern und vorgestern hat einer bei einem Star Wars Video von vor einem Jahr drunter geschrieben, ich höre nur Geheule. Wo ich mir so dachte, mach's besser. Nee, aber. Vor allem, man sieht's ja auch, die waren vorher rot, haben mich dann runtergebaut zu einer Plattform. Und jetzt ist es auf immer grün. Das verstehe ich einfach nicht. Ich auch nicht. Sie sind einsatzbereit. Warte mal. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Warten hast du Medipacks? Nee, hast du natürlich nicht. So ein Borsch. Jetzt habe ich das Ding schon mal aufgedeckt. Ah! Jetzt fliege ich aber trotzdem nochmal da. Oh Gott, ey. Ich weiß nicht, auf Sith-Seiten gab es aber nicht so eine Probleme. Da hatte ich teilweise die Probleme, dass ich alleine manche Missionen nicht schaffen konnte. Da brauchte ich deine Hilfe. Ja, da warst du auch bloß ein Typ mit eben Lichtschwert. Da habe hab ich ja auch immer mehr Damage gemacht als du. Aber. Nee, auch jetzt hier mit den Druiden hier, dass die auf einmal feindlich sind und dann freundlich. Das verstehe ich einfach nicht. So, bevor ich mich jetzt bewege, ich muss nochmal auf dem Handy weiter rumgucken. Kann auch wirklich einfach sein, dass das ein Bug war, ein Fehler war, keine Ahnung was. Der ist aber scheiße, ganz ehrlich. Nee. Das darf eigentlich gar nicht vorkommen. Vor allem so oft wie hier gewartet und Updates rausgehauen werden. Ach, aber allein durch die Updates. Hä? Jetzt ist das Ding. Ich verstehe das Spiel auf jeden Seiten einfach null. Ich stecke jetzt erstmal ganz Arschad auf und Gott. Ich muss irgendwann auf Tatooine kommen. Ich will mein Ei ausbrühen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich will irgendwann mein Ei ausbrüten. Ihr werdet euch wundern. Weil ich habe hier 15 XP-Schub-Dinger im Inventar. 15 was? 15 XP-Schub-Dinger. Na gut, ich habe 9. Ich kann sagen, welche Info kriegst du dir immer her? Krieg ich einfach so? Naja, ich krieg den nicht einfach so. Hier wurde ein Gefechtsunterstützungsdruide zugeteilt, den du verwenden kannst, solange du dich im Flashpoint befindest. Ach so.
Ja, diesen Gefechtsunterstützungsdroide, so hieß der, den habe ich gehabt. Ja, den hat jeder, der dort reingeht. Okay. E-Logs. Oh nö, schon wieder eine lilane Quest. Willst du mich jetzt ganz verarschen? Scheiße, ich quatsch den jetzt an, das ist eine Ober. Ich heiße Elox. Ich bin Privatdetektiv. Wir müssen reden. Du quatschst ihn nur an, weil er ein alter Ober ist. Ich kann mir vorstellen, dass Jedi ständig um allerlei Hilfe gebeten werden. Aber das hier ist wichtig. Jemand von der Republik muss erfahren, was ich entdeckt habe, falls ich verschwinden sollte. So, zu 99,9% bist du wahrscheinlich an einem Transporter der Sith vorbei und da stehen die dann. Ich bin dort einfach nur ganz normal reingerannt. Beziehungsweise mit meinem Gleiter rein und die waren von Anfang an schon rot. Und als ich dann gestorben bin, waren sie grün, also ich... Ja. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht. Schwebt ihr in Gefahr? Fast immer, aber diesmal ist es anders. Im Club Uphora gehen üble Dinge vor sich. Ich habe gesehen, wie einige republikanische Flottenoffiziere reingegangen sind, aber sie sind nie wieder rausgekommen. Also habe ich mich umgesehen. Ich hab's in einen der hinteren Räume geschafft. Er war voller Sklavenkäfige. Wozu sollte ein Club Sklavenkäfige brauchen? Ihr werdet überrascht, was hier vor sich geht. Aber da ist noch mehr. Im Club Uphora herrschen hohe Sicherheitsmaßnahmen, viel mehr als normal. Die Wachen sind mit Kampfadrenalin und kybernetischen Implantaten aufgemotzt. Was da auch vor sich geht, es soll um jeden Preis geheim gehalten werden. Jemand muss diese Offiziere retten. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Ich übernehme jetzt. Möge die Macht mit euch sein. Das wollte ich schon immer mal sagen. Okay. Ich habe schon wieder eine lila Quest. Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Ich habe schon wieder eine lila Quest. Der Vorteil an den lila Quest ist einfach, dass sie leicht sind. Da muss ich hin. Da muss ich dann später auch noch hin. Okay. Wo? Da oben. Aber wie? Muss irgendwie da hochkommen. Da hochgehen. Soll ich da hochkommen?
Alter, erschreck mich nicht so, Druide. Ich habe alles erledigt. Hey, bin ich total blind jetzt? Führt einfach kein Weg hoch. Fahren. Nee. Das Ding dort fährt doch irgendwie runter. Aber wie? Gelb und Pink. Ah, hier hoch, schön. Aha.
wieder, ich bin schon wieder blind. Oder das Spiel will mich heute richtig mobben. Kann ich nicht fahren. Kann hier drin noch was machen? Ich schaue mir Mikro an. Ja, hab ich an. Gut. Wie komm ich da? Gott. Das ist... Oh Gott, wo ist denn das? Dort. Hier war jetzt das, wo ich gerade eben drin war. Ja. Auf der anderen Seite geht's auch nochmal rein. Oder fährst du mich hoch? Warum ist die schwarz? Egal. So, Nö, hier kann ich auch nichts machen. Entweder dann da oder da, aber... Wir gucken mal. Aber hier geht's ja nur runter und nicht hoch. Oh nö! Hab schon eine Quest gefunden. Ihr kennt die Namen eurer Meister. Glitzer, Stim und Lachstaub, Magneta und Whiff. Auch ich kenne sie. Auch ich bin diesen Weg gegangen. Trotzdem stehe ich hier und bin frei. Ich war 21 Jahre lang rillsüchtig. Aber als meine Quelle versiegte, bin ich davon losgekommen. Deshalb muss jemand dem Handel ein Ende machen. Für die Leute hier. Ja, ich nicht. Die Idee ist gut, aber du siehst nicht aus, als könntest du sie durchsetzen. Die Narben eines zügellosen Lebens. Ich hab gehofft, ihr würdet mir helfen. Hier gibt es überall Rill-Labore, die Tausende von Süchtigen versorgen. Wenn ihr sie ausschaltet, müssen die Süchtigen einfach aufhören, weil sie nichts mehr kriegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Du hast das reinste Herz, das mir auf Narsha da begegnet ist. Ich bin dabei.
Oh, ein Kompliment von einem Jedi. Ich platze vor Freude. Also, ich zeige euch, wo die Rill-Labore sind. Sie sind die Herzen der Operation. Oder die Lungen oder sonst was, wo man nur wenig von hat. Schaltet sie aus und den Dealern geht der Stoff aus. Dann wird alles ganz einfach. Ja. Und die nächste Quest. So, von wo bin ich jetzt gekommen? Von da. Also müsste es rein theoretisch dann hier lang. Nee, warte, hä, von wo bin ich jetzt gekommen? Ich müsste dann hier lang. Da geht's aber nicht weiter. Da sind irgendwelche Feinde. Und hoch geht's hier auch nicht. Hier ist ein schreckliches Dach. Was war das denn? Glücksmünze. Okay. Behalte ich. Aber wenn ich hier oben bin, bringt mir das auch nichts. Da wird es bestimmt keine Tür dahin geben. Also, wie komme ich da ran? Von hier oben auf jeden Fall nicht. Hier geht's nur noch weiter runter. Also dann von hier auf jeden Fall auch nicht, oder? Warte mal. Ich habe gelernt, man kann auf diese Dinger da huppen und auf diese da. Aber hier leider nicht. Ich habe keine Idee, wie man an das Datagrund kommt, ey. Oh, ich war im Rotlichtsektor. Oh. Müsst ihr jetzt eigentlich die Kira wieder hintauschen? Die hat bestimmt wieder irgendeinen Spruch auf Lager. Aber hier führt noch. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Tür, oder? Doch, da ist eine Tür. Das hier. Ah ne, es ist nur das, was hier unten lang führt. Hier bei dem Ding eine Tür ist, müsste man ja rein theoretisch irgendwie doch da hochkommen. Oder man kann das Ding da runterfahren. Naja, ich mach erstmal weiter hier, sonst halte ich mich die ganze Zeit nur da dran auf.
da lang muss ich. Hä? Ach doch, von unten. Oh Mann! Ich sage, das Pack schafft mich heute hier, das Spiel, also... Hey, Darko, oh Gott, ich kann dir sagen, hier gibt es mehr als 5 Datacrons. Die wahrscheinlich genauso beschissen wie alle anderen zu suchen sind. An Ainscore habe ich jetzt mir die Zähne ausgebissen. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Bei dem anderen mit diesem, was halt eingesperrt ist, habe ich halt nur die Vermutung, dass man wirklich erst 3 Sachen machen muss, damit sich das Teil überhaupt öffnet. Ja, und da weiß ich halt nicht, wo, wie, was, wann sein soll. Und jetzt bin ich erstmal am Kämpfen. Geschnatter. Hä, hab ich das jetzt? Hä, warum unterbricht er das? Das Spiel ist so buggy. So, 1 von 3. Zwei, drei, Gott. Nee, nicht da. Gibt's hinten was? Nö. Ist jetzt die Frage, wie ich das angehe? Gar nicht. So sieht's aus, ich habe echt Probleme gerade. Zwei Gegner mit Doppelklingenlichtschwert lila. Ja. Ach. Das wird. Okay,
Kehre zu Rallamala Dingsbums zurück. Wenn er das möchte. Na mal, ja, no. Druide, geh mal was machen. Und du auch. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Ein Sith-Peiniger war das. Da sind noch mehr von den Viechern da. Du machst jetzt erst das Gefängnis? Ja, ich habe mit dem anderen angefangen. Und okay. Ich finde das Gefängnis deutlich schwieriger. Vielleicht flatteritatsch ich dann auch nochmal nach. Was ihr getan habt, macht sich überall bemerkbar. Ich habe Süchtige nach Norden und Süden ziehen sehen. Sie suchen neue Quellen. Aber alle, die sie gefunden haben, waren schon überschwemmt. Sie haben fast alle weggeschickt. Wie sehr werden sie leiden? Ich hab's durchgemacht. Wie Eis in den Venen. Krämpfe. Und Übelkeit. Aber es ist, als ob man einen Splitter entfernt. Sobald er draußen ist, was ihr getan habt, wird einige Leben verändern. Nehmt das mit auf den Weg. Lichtschwertkristall? Rot, bitte? Credits. Warum? Was will ich mit Geld? Ich hab genug davon. Mann. Ich muss sowieso dort rein. Ich muss sowieso hier rein, denn ich bin das Eigelein. Alter, bounce mich doch nicht weg! Die wollen mich töten, aber schubst mich immer weg. Ah. Ich häng fest. Loot. Nur Gefängnisse. Nö, auch nicht. Oh, Betten. Da liegt einer am Bett. Aufstehen. Hey, du da aufstehen. Der will nicht. Sollten hier mal was essen, die sind schon bis auf die Knochen runtergehungert. Hier schläft auch schon wieder einer. Oh, die haben die Ruhe weg. Ich danke euch. Ich bin Lieutenant Rail vom Kreuzer Kurosani Flame. Ich war noch nie in meinem Leben so froh, einen Jedi zu sehen. Verdammt, ich kann kaum was sehen. Sie haben mich vollgepumpt mit...
irgendwas. Mein Gesicht fühlt sich ganz taub an. Sagt mir, was mit den anderen Offizieren geschehen ist. Ich bin der Einzige, der noch da ist. Ich weiß nicht, was sie mit den anderen gemacht haben. Diese niedlichen kleinen Tänzerinnen haben mich und meine Kameraden hierher gebracht, um etwas Dampf abzulassen. Boah, ich bin ganz froh. Einmal waren die Tänzerinnen verschwunden. Wachen haben uns halb totgeschlagen. Sie haben uns wie Tiere in Käfige gesperrt. Okay. Niedliche kleine Tänzerin? Ich bin der Lockvogel. Haben Sie jemals gesagt, was Sie mit euch vorhaben? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, diese Leute haben für jemanden gearbeitet. Sie haben uns einen nach dem anderen in Müllbehältern rausgeschmuggelt. Niemand ist zurückgekommen. Nur ein Fähnrich. Er war verändert. Hat mich nicht mal erkannt. Wo auch immer sie ihn hingebracht haben, etwas Schreckliches ist dort geschehen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Vielleicht weiß ich, wo ihr mit der Suche anfangen könnt. Ich habe gehört, dass die Wachen die Quarantänezone erwähnt haben. Ich glaube, dort haben sie die anderen hingebracht. Bitte, ihr müsst sie retten. Ich werde die gesamte Quarantänezone auf den Kopf stellen, wenn es sein muss. Seid vorsichtig. Die Quarantänezone ist toxisch. Wenn die Typen da überleben können, müssen sie ziemlich hart drauf sein. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ich schulde euch was. Love come across. Ist nicht der Name. So. Na dann. Okay, das passt zur heutigen Situation. Ich muss in die Quarantänezone. Warum heutige Situation? Wow. Ich rede nicht von dem heutigen Tage. Also. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Da lang. Ja, hat sich denn einer bewegt? Nö. So. Vorgestern echt, habe ich mir was eingefangen. Das ist ja schlimm. Okay. Ja, ich bin übelst verrotzt. Doppelte Verneinung, ich muss dahin. Eine doppelte Verneinung ist doch einfach wieder ein Ja. Ja. Aber selbst wenn ich mir was eingefangen habe beim Friseur, bin ich selber dran schuld, weil ich ja mit feuchten Haaren raus bin beim Frisi. Da der ja hier gleich um die Ecke ist, dachte ich mir, oh gut, scheiß drauf, Haare geschnitten, sind zwar noch feucht, gehst trotzdem raus. Das war der Fehler. Quarantänezone. Was der für Geräusche von sich gibt, das ist
einfach nur lustig. Einzige, was ich an dem Spiel echt richtig geil finde. Kanister in die Luft jagen und die Gegner fliegen weg. Loot? Nö, okay. Wieder ein Geschenk. Ey, mein Inventar ist zur Hälfte voll mit Geschenken. Packst du die nicht aus? Nee, die ich an die Typs, die hier meine Begleiter geben kann. Ach, die Geschenke. Entweder steht immer da kein oder klein ein, kleiner Einfluss und ich will aber halt nur mittel- und großen Einfluss verschenken an die. Ich könnte die zwar auch verkaufen, aber... Und dieser alte Zocker... Zocker Addon oder wie der hieß, der nimmt überhaupt kein Geschenk an. Hm. Okay. Ich bin gut, ich muss mich hier auf Karl hinstellen. Ich bin erstmal essen. Jo, bis dann. Guten Abend, Dr. Charnagus, zu euren Diensten. Ich hatte noch nie das Vergnügen, einen Jedi persönlich zu treffen. Jedenfalls keinen, der noch am Leben war. Das scheint mir eine gute Gelegenheit, um zu erwähnen, dass ich kein Imperialer bin. Ich habe lediglich für Sie gearbeitet. Wenn ihr friedlich mitkommt, dann werde ich das berücksichtigen. Ich bin geehrt, mich jemand derart Gerechtem auszuliefern. Gebt mir einen Moment, um den guten Captain Tresen wiederzubeleben. Bestimmt möchte er euch sprechen. Was? Was ist hier los? Ihr wurdet gerettet. Ist das nicht wundervoll? Ich weiß nicht, wie ihr das alleine geschafft habt, aber danke. Sie haben alle außer mir getötet. Ich habe Lieutenant Rail aus dem Club Ufora gerettet. Er hat mich hergeschickt. Ich bin froh, dass er es geschafft hat. Was hier geschehen ist, war mehr als grauenvoll. Dieser wahnsinnige Doktor hat unsere Körper auseinandergenommen. Er hat imperialen Spionen Teile von uns implantiert, damit sie wie wir aussehen. Eine Mischung aus Chirurgie und genetischer Verbindung. Ein erstaunlicher Prozess. Ich bin der Erste, der ihn erfolgreich durchführen konnte. Warum hat euch das Imperium diesen Prozess an unseren Leuten durchführen lassen? Das gehörte alles zu einem genialen Plan. Das Imperium hat unbemerkt republikanische Flottenoffiziere durch eigene Agenten ersetzt. Männer auf Landurlaub waren die perfekten Ziele. Die Imperialen wollten Saboteure auf republikanische Kriegsschiffe schleusen. Der Plan war es, die Schiffe von innen zu zerstören. Woher stammen diese Informationen? Der Kommandant der Einrichtung war recht zuvorkommend. Zumindest mir gegenüber. Ihr verdient den Tod, Monster. Seien wir nicht voreilig. Ich stelle mein Wissen gerne der Republik zur Verfügung. Denkt nur daran, was ihr alles erreichen könntet. Das Imperium infiltrieren? Vielleicht könnten wir diesen Dreckskerl tatsächlich gebrauchen. Er mag krank sein, aber wir brauchen Männer wie ihn, um das Imperium zu besiegen.
Ich wünschte nur, das würde nicht so viel Sinn ergeben. Hervorragend. Da diese Einrichtung nicht angemessen ist, empfehle ich einen Umzug. Ich werde diesen Doktor zu meinen Vorgesetzten eskortieren und seinen Einsatz empfehlen. Danke für die Hilfe. Mit seinen eigenen Waffen können wir das Imperium schlagen. Hoffentlich ist das wahr. Ah, da haben wir uns mal ordentlich entschieden, würde ich sagen. Ich habe schon wieder ein Geschenk. Alter. Stopp mal. Bevor ich jetzt irgendjemanden... Oh, und so. Druide, komm mal zu mir. Ich hab doch hier was für dich. Elementarische Rätselkiste. Die lassen wir mal. Die ist bestimmt was für Kira. Mittlerer Einfluss. Druiden-Diagnose-Set kriegst du. Okay, du kannst gehen. Jetzt kommt der Hässliche. Großer Einfluss, okay. Mittel, naja. Wenn jetzt hier nicht weiter kommt, die unten sind ja sowieso schon seit Anfang an mit drin, rufen wir jetzt nochmal die Kira. Auf geht's. Ah, komm, Mittel, scheiß drauf. Anscheinend mögt ihr mich doch. Was war denn der Rest? Behalten wir erstmal. Kira, aber du gehst wieder weg. Passt auf euch auf. Denn ich behalte erst einmal den hier bei mir. Ich werde euch nicht enttäuschen. So. Mal wieder zwei, drei Geschenke losgeworden hier. Sonst gab es hier nichts weiter. Nee. Kehre zu Ilox zurück. Rotlichtsektor. Warum hält er sich gerade dort auf? Wo ist ein Ilox? Doch, da. Oh, oh, wenn's weiter nicht ist. Muss ich halt nur wieder 10.000 mal kämpfen. Oder auch nicht. Trotzdem noch wissen, wie man an das Holocron kommt. Irgendwie muss man ja da rankommen. Hoch, falsch. Mäh. Oh, das da unten war doch der Club. Da waren wir schon. Okay. Okay. Ah, 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 wee.
Bounce. Oh, verkaufen wir. Hat du ein Banky? Oh. Das war mal gutes Geld. Omni Topi. Oh, hier kann man Dings kaufen. Die Holocotta. Du machst 1652. Das ist, ja. Ja. So. Omni Topi. Doch, aber ich bin hier richtig. Ich habe von einigen Querelen in der Quarantänezone gehört. Ich schätze, das wart ihr. Die Imperialen stecken hinter den Entführungen im Club Ufora. Ich habe ihre Basis ausgeschaltet. Ich wusste, dass die Sache zu viel für mich ist, aber ich wusste nicht, wie viel. Ich werde dafür sorgen, dass Soldaten der Republik sich vom Club Ufora fernhalten. Passt auf euch auf. Falls ihr die Möglichkeit habt, ein alter Freund im Industriesektor könnte jemanden wie euch gebrauchen. Er heißt Ganuk. Und das nächste XP-Boost-Teil. Boah, ich muss erstmal übelartig pinkeln. Das ist, ich mache jetzt meine 5 Minuten Pause und wir hören uns gleich. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, my love is a fire.